Ein Simulator braucht man eigentlich zum Trainieren von Notfällen, wo einfach hilft, die Besatzung auf einem Top-Niveau zu halten. Der Unterschied ist sicher, dass wir Sachen trainieren können, die wir im echten Helikopter zum Teil gar nicht trainieren können oder nur mit sehr hohem Risiko. In Opfika stehen jetzt zwei neue Helikopter- und Jet-Simulatoren. Die helfen der Rega-Besatzung, sich auf Notsituationen vorzubereiten. Was wir üben, sind einerseits Notfälle, die wir simulieren. Also ich kann jetzt sagen, Steuerausfall, wir kommen in schlechtes Wetter rein, wir können Nebel, wir können Nacht, wir können Schneefall. Wir haben eine Geländedarstellung von der Schweiz, die wir so in Deutschland nicht hatten. Und zum anderen ist natürlich, dass wir enorm viel Reisezeit einsparen. Wir sparen Hotelübernachtungen. Die Crews sind durch das mehr auf der Basis verfügbar. Schluss am Ende ist die Verfügbarkeit höher, auch für den Patienten. Beim Training fliegt ein Pilot und ein Rettungssanitäter zusammen. Im Ernstfall ist noch ein Arzt dabei. Als Rettungssanitäter ist so die Mischung aus Medizin und Technik. Die Überlegung war schon, ob ich irgendwie ins Spital gehe. Ich habe aber gemerkt, nein, ich arbeite auch gerne von außen. Und darum ist der Mix, der mich absolut fasziniert. Ja. Man kann mit dem Heli Patienten helfen, bei jedem Wetter, bei jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist das Schöne, weil das Fliegen kann man gleich noch. Die Challenge ist dann, wenn es dem Patient sehr schlecht geht. Und ich weiss, eigentlich wäre der Doktor auch noch froh um zwei Hände hin. Wenn dann das Wetter dazu noch schlecht ist, ist wie klar, ich muss vorne sein. Es sind sicher die Nachteinsätze in der Eiger Nordwand, die wir gemacht haben, die man sich immer wieder daran erinnert. Was auch für uns schön ist, ist, wenn vielleicht ein Jahr später jemand auf Basis uns kommt, kommt besuchen, jemand, den wir geflogen haben, jemand, dem wir etwas Gutes tun können. Das Ziel des Piloten ist, glaube ich, immer mit dem Heli etwas Sinnvolles zu machen. Das Gefühl, da ist man bei der Rega absolut am richtigen Ort.